Ja, grüß euch und willkommen bei Felix Punis kleiner Bastelstube. Ja, Bauschritt Teil 2 oder besser gesagt, der größte Bauschritt ist jetzt eigentlich mehr oder weniger schon fast rum. Ich bin jetzt hier an dem Punkt Nummer 14 angelangt. Ich habe jetzt das Cockpit eingeklebt. Ich habe die Versteifungselemente jetzt mittlerweile hier eingeklebt, wie man hier sehr, sehr, sehr schön sieht. Und möchte jetzt an der Stelle mal ein kurzes Zwischenfazit geben, wie ihr das so seht. Also, bis jetzt, toi toi toi, hat gut geklappt. Auch das Cockpit, Moment, immer sehr aufpassen. Das Cockpit, gut, die Kante hier oben, das muss man nochmal schauen. Vielleicht muss man die nochmal anstreichen. Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif gleich noch gar nicht raus, ob da die Klarsichtteile irgendwie vielleicht dieses Rohplastik oder sagen wir, die ursprüngliche Plastikfarbe hier irgendwie preisgeben. Das kommt dann, da werde ich noch ein bisschen nacharbeiten. Aber ich denke mal, wenn man jetzt mal in das Cockpit mal so reinschaut, der schaut eigentlich ganz ordentlich aus. Hier sieht man nur so ein paar Alterungsspuren, die ich damit angebracht habe. Ich möchte das Bedienelement mal von der Seite, Autofokus, mal noch ein bisschen zeigen. Sieht man jetzt nicht gar so gut, aber ein bisschen was sieht man. Und ja, also ich bin jetzt bis dato gerade, ja, mäßig zufrieden. Und ich möchte ein bisschen an das letzte Video anschließen, wo ich aufgehört habe. Und das ist der Punkt hier mit den 90 Gramm. Ja, die 90 Gramm, da bin ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das am besten so ein bisschen lösen. Die 90 Gramm sagt der Hersteller, dass man die hier platzieren muss, dass man kein Ungleichgewicht bekommt oder den sogenannten Tailsitter fertigt. Und gut, der Sache habe ich mich angenommen. Ich habe mich da mal schlau gemacht bei Amazon und bin auf Felgen-Reifen-Ausgleichsgewichte selbstklebend gekommen. Ja, sind günstig, kosten gerade mal 15 Euro, ist ein Haufen drin. Und der Hersteller sagt, also Revell sagt, wir müssen an der Stelle hier 90 Gramm einbauen, um eben das zu verhindern, dass das Modell kippt. Habe ich getan und ich habe diese Elemente, ich nehme eins raus. Das ist eigentlich eine super Lösung. Kann man schön kippen, hier mit der Schere durchschneiden. Das sind, die großen Stücke sind jeweils 10 Gramm, die kleinen Stücke jeweils 5 Gramm. Also da ist schon einiges dahinter. Das Gute, was mir wirklich gut gefällt, ich habe jetzt hier mal so einen Turm mit 90 Gramm gebaut. Man sieht hier die neuen Schichten. Ich habe das nochmal abgewogen, das sind exakt 90 Gramm. Und zu meiner Verblüffung, also die Dinger, die kriegst du nicht mehr auseinander. Ja? Die hängen so fest zusammen. Ein Gedicht. Und jetzt kommt der Zufall, der mir sehr gut gefällt. Jetzt passt auf. Schaut euch mal das an, wie das neu passt. Und ich kann jetzt hier unten den Klebestreifen nochmal, sage ich mal, oder praktisch die Abdeckung abkleben und dann setze ich einfach die 90 Gramm hier rein. Und das machen wir mal live. Wie gesagt, das ist eigentlich wie so ein Tesa Power Strip. Man nimmt das jetzt einfach mal da ab. Man hat so sauberes, eine Art, ja, ob das jetzt ein Teerklebeband ist oder nicht, das mag ich jetzt nicht selber entscheiden. Aber ich setze es jetzt einfach mal hier ein und klebe das jetzt einfach mal an der Stelle so fest. Seht ihr das? Und das hält wunderbar. Das hält wunderbar. Und da ich jetzt mit dem Arbeitsschritt noch nicht so weit bin, dass ich sage, ich klebe das zweite Teil drauf, kann ich hier nochmal abkleben. Ja, dass wenn ich mit dem zweiten Arbeitsschritt so weit bin, dann kann ich wirklich sagen, setze ich das andere, also wenn ich das Gegenteil so weit habe, einmal nach. Oder wir machen ich mache jetzt mal eine Kurzschlussreaktion und knibbel das einfach mal an der Stelle raus. Das ist jetzt eine kleine, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, eine Premiere, weil ich mich selber beim Zusammenbau eigentlich nie so richtig gezeigt habe. Ja, und das soll jetzt einmal ein bisschen eine
kleine Premiere sein. Also was mir wirklich sehr gut gefällt bei Revell wieder mal, jetzt machen wir die nochmal klein, die Plastikfetzen. Entschuldigung an der Stelle. So, ich habe jetzt einfach mal die kleinen Fetzen klar gemacht. Ich feile jetzt das einfach mal ab. Das geht eigentlich immer relativ flott. Da ist nochmal so ein Angusspunkt. Und jetzt schauen wir mal, ob da noch was ist. Jawohl. Oh, Entschuldigung, jetzt bin ich hier gekommen mit dem Oberteil. Jetzt wackelt die Kamera ein bisschen. Da ist nur ein Angusspunkt. So. Also gut, ich habe das jetzt mal ein bisschen grad frei und jetzt entscheide ich mich einfach mal spontan dazu, nochmal trage ich noch ein bisschen Kunststoff auf. Das machen wir gleich mal vorweg. Wie fange ich jetzt am besten an? Ich hätte mal gesagt, ich fange jetzt einfach mal an der Stelle an. So. Jetzt gehen wir da ein Stück weiter. Das kann schon mal passieren, dass ich jetzt außerhalb vom Bildschirm bin. Das tut mir an der Stelle wirklich leid. Aber ich muss mir ein bisschen schicken, dass der Plastik der Kleber nicht gleich anzieht. Das ist ganz wichtig. Also ich finde immer so Teile wie das hier jetzt gerade, das ist immer so ein Kapitel für sich. Jetzt sieht es das nicht, ich bin jetzt weiter unten. Oh, Entschuldigung. Das ist jetzt alles live und ein One-Taker. Mal kurz die Kamera beruhigen. Einigermaßen beruhigen. Wie gesagt, ich hab kein Profi, sag ich mal, Ausrüstung und sowas. Das ist einfach unsere günstige Handyhalterung von Amazon. So, gut. Also gut. Also ich werde jetzt Folgendes machen. Ich ziehe jetzt mal das Plastik, den Streifen hier unten ab und jetzt verbinde ich mal das zweite Seitenteil mit dem ersten. Jetzt kann es natürlich sein, dass es ein bisschen, sagen wir mal, unglücklich ist. Obwohl, ich muss an der Stelle wirklich sagen, das habe ich eins vergessen. Oha, jetzt habe ich einen Scheißbart. Also gut, mal an der Stelle mal nochmal eine Klammer befestigen. Aber die wollen nicht ganz. Also gut, da muss ich noch ein bisschen Nachdruck verleihen. Und das klappt hier nicht so ganz. Also das Passungsspiel hier oben ist ein bisschen fragwürdig.
Aber wie gesagt, ich glaube, das ist ein Punkt, den kann man eigentlich im Laufe der Zeit doch ein bisschen, das kriege ich noch hin, das ist kein Thema nicht. Das ist, hier oben ist ein bisschen der Schwachpunkt an dem ganzen Modell. Ich habe das eigentlich schon so angepasst, dass es passt. Man sieht es auch hier vorne schön. Das kann man ein bisschen setzen lassen, das Ganze. Und dann passt es eigentlich hervorragend zusammen. Hier hinten hat er ein bisschen Schwierigkeiten am Abschluss. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, ich muss jetzt mal kurz was holen. So, wieder da. Da ja meine Frau wirklich sehr, sehr einfallsreich ist und letztens Badetuchklammern gekauft hat und die ein bisschen größer sind. Ich tue jetzt einfach mal ein paar raus. Also Badetuchklammer, Revell Klammer. Oder was heißt Revell? Ich weiß jetzt nicht, ob die von Revell sind. Aber die haben die ideale Klemmstärke. Und jetzt kann ich hier schön, sage ich mal, die Dinger zusammenheben. Seht ihr das? Wie gut die passen. Ja. Kosten jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, die kosten so um die 11 Euro rum. Jetzt, da habe ich glaube ich noch ein wenig an Kleber rein. Gut. Das sind ja so nostalgische Stellen, die vielleicht der Modellbauer unter euch, der Profi, also richtig gut kennt. Und das ist jetzt auch so eine blöde Stelle hier. Hier will ich noch ein bisschen Kleber reinsetzen, um der ganzen Sache noch etwas Nachdruck zu verleihen. Und jetzt brauche ich doch noch eine Klammer. Seht ihr, eine schöne blaue. Nur dazu. Und dann ist eigentlich das ganze Modell sauber geklammert. Ui, ich kann ja noch eine nicht mehr. Verstehst du? Ist ja kein. Ey, wir brauchen da nicht rumsparen an dem Zeug. So. Ja, jetzt schaut es gut aus. Hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe jetzt schon eine Stelle, hier sieht man das Cockpit zum sauberen Abschluss und oben. Das sieht man. Die Stelle hier oben, die ist ein bisschen blöd gemacht. Da wird ihr wahrscheinlich, hier, Entschuldigung, die Stelle hier oben ist ein ganz kleiner Schlitz drin. Die muss ich wahrscheinlich noch nachspachteln. Und hier hinten, hier sieht man es nochmal am hinteren Ende des Flugzeugs. Sieht ihr das? Das kriegt man nicht zusammen. Das kriege ich nicht zusammen. Also, da werde ich noch hier und hier werde ich noch ein bisschen nachspachteln müssen. Und wie sieht man es hier unten, das hängt eigentlich gut zusammen. Sauber eigentlich, relativ sauber. Hier braucht man noch ein bisschen an Kunststoff, ein bisschen an Kleber. Durch die Kapillarwirkung zieht es ein bisschen rein. An der Stelle auch ganz wichtig, dass man das nochmal so ein bisschen sieht. Und jetzt kommen wir da. Seht ihr das? Seht ihr den Unterschied? Ich nehme es jetzt weg. Jetzt sehe ich es noch. Passt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft, sagt man in Bayern. Gell? Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, jetzt habe ich mehr Klammern wie Flugzeug da drin. Ich setze jetzt auch nochmal eine hin, um eben den Spalt etwas zu reduzieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch so ein Thema. Jetzt habe ich eine trockene Kehle. Das muss ich jetzt gleich mal ein bisschen runterspülen. Ich habe Urlaub, das ist das Schöne. Und jetzt passt es. Ich hab so viele Sachen gesehen mit Gummi, mit so praktisch so Einmachglas-Gummis oder sowas. Aber ich bin kein Freund von solchen, sagen wir mal, Einmachgummis und sowas. Ich mag eher so. Ja, wie hier halt so eine schöne Klammerung haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch top zufrieden mit den Dinger und die haben sich einfach gelohnt. Wie gesagt, diese, was man so im Modellshop, Baushop bekommt, die haben natürlich eine größere Klemmkraft, ganz wesentlich, ja. Die Feder sieht man auch hier, ist wesentlich stärker als jetzt, sage ich mal, so eine Feder von denen hier. Aber man muss ganz ehrlich sagen, diese
Badetuch-Clips, Beach-Towel-Clips nennen sich die jetzt hier. Die machen ihren Dienst. Ja, die sind wirklich günstig und die sind schön groß. Nochmal hier, dass man sieht, was die für Spannweite haben. Also ganz ehrlich, da kriegt sogar eine AC-130 rein. Also das ist ein Gedicht. Die haben sieht man jetzt hier, was die für eine Reichweite haben. Super Dinger. Super. Und das eigentlich für einen akkuraten Preis. Und ich muss mir jetzt auch keine Sorgen nicht machen, verstehst? Ihr könnt jetzt da einfach warten, bis der Kleber getrocknet ist. Ja. Und dann geht es weiter. Dann geht es weiter in der Geschichte. Ja. Und jetzt hat es auch gut Gewicht. Und man hört es oder auch nicht. Das 90 Gramm Felgengewicht ist top. Und ich kann es sogar so nachstellen. Top. Also, Zwischenfazit an der Stelle. Liebe Modellbaufreunde, Husky. Also ich weiß nicht, gibt es ja mehrere da dort, um Gottes Willen, die sind super. Die kleben wie Teufel. Die sind, wie gesagt, das ist ja genau der Mehrnutzen von so einem Produkt. Die sind super. Die kann ich empfehlen. Die kleben wie Teufel, die Hundlinge. Da wackelt nichts, da tut sie nichts rum, da braucht man sich nicht mit einem Bleigewicht vom Anglerbedarf rumärgern und irgendwie schauen, wie das Zeug da drin hält. Das hat immer Klebeunterseite. Pappt es auf, baut sich so Pakete da dort raus. Das hebt wie Bombe. Und du hast kein Blei drin. Also ich vermute mal, dass kein Blei ist. Aber das ist auch oberflächenbehandelt. Ja. Also super. Und das ist mit Sicherheit kein Blei nicht. Das ist irgendwie so. Das ist kein, ich weiß jetzt nicht genau. Aber ist ja auch wurscht. Also, das sieht ihr selber. Das mit den Felgen, mit dem Felgenausgleichsgewicht, das ist eine super Sache. Das Risiko bin ich für knapp 15 Euro einfach mal eingegangen. Und, mei, no risk, no fun, sagt der Amerikaner, oder? Und deswegen, c'est la vie, jetzt ist rum ums Eck und es hat passt. Das hat passt. Ich bin top zufrieden. Und wie gesagt, das nimmt eine große Stütze raus. Wie gesagt, Haushaltsutensilien, ich zeige es jetzt nochmal neu. Vielleicht, wenn der eine oder die gibt es jetzt, ich habe die jetzt nur bei Ding gesehen. Ja. Die kosten nicht voll. Sieht man ein bisschen was. Upsala. Doch, das kippt nicht einmal, wo ich hingekommen bin. Ja, super, super Zeug. Und das eigentlich für einen akkuraten Preis. Ja, da braucht man jetzt nicht unbedingt unser anderes Produkt kaufen, was sündhaft teuer ist. Und die Dinger, mein Gott, wenn es halt nach 3 Jahren irgendein Ausgleich sind, der Federmechanismus, dann ist halt so, dann kauft man sich halt ein neues Backerl. Ist doch mir wurscht. Ja. Gut. Jetzt kann ich das Modell erstmal trocknen lassen. Ja, ich kann jetzt meinen Saustall wieder aufräumen, dass die Frau mich nicht schimpft. Und er hätte gesagt, wir sehen uns, wenn der Flieger, sag ich mal, lackierfertig ist. Also das nächste Video, Teil 3, wird sein, wenn der Flieger praktisch die Flügel dran sind und so weiter und so fort, dass ich halt die nächsten Bauschritte mal erörtern kann. Zum Cockpit möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Das Cockpit war wirklich eine ganz geschmeidige Geschichte. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Part mit dem T-Case. Da habe ich schon ein bisschen ausgefranst. Schaut aus wie Mäusefraß und irgendein Plastikklump. Aber das hat sich gelohnt. Also wirklich, ich muss sagen, bis jetzt auf ein paar Stellen, die mir jetzt nicht so passen, aber die werde ich natürlich mit Plasto von Revell, werde ich das, ich hoffe, dass es nur gut ist, das Klump. Aber ich glaube schon. Ja, Plasto von Revell, eine tolle Geschichte. Stinkt zwar auch wie Hulle, aber verfliegt sehr schnell. Top-Geschichte. Ich meine, es gibt vielleicht andere Hersteller. Ich kenne jetzt bloß das Plasto. Ich bin ein Revell-Kind. Das möchte ich an der Stelle vielleicht noch ein bisschen erklären. Ich bin mit Revell seit 1989 praktisch aufgewachsen. 1989, 1990. Das ist eigentlich so. Die ersten Versuche habe ich so schon mit 5 gemacht. Mit meinem Großvater zusammen. Das muss 1989 genau war das. Und war
Man ist halt irgendwie, sage ich mal, gebrandmarkt. Ja, wenn man so eine Marke gehabt hat oder sowas, davon leben ja auch viele Automobilhersteller, die dann sagen, der Vater oder die Mutter, die haben jetzt ein Audi oder BMW gefahren oder sowas, dann, oder ein Mercedes oder irgendwas, ein Peugeot. Meine Mutter zum Beispiel hat lange ein Peugeot 205 gehabt, ein schönes Auto. Ja, der andere wird sagen, mein Gott, was für ein Klump. Klar, Autotechnik kenne ich mir jetzt nicht so aus, aber das ist halt irgendwo, das hängt in einem drin. Das hängt in einem drin. Und so geht es mir halt auch mit Revell. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier nochmal vielleicht ein kurzes Ding dazu, die Tragflächen. Wunderbar sind die. Die sind wunderbar. Schaut euch das an, was man da alles hat, gell? Super, die sind einfach nur klasse. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht man hier. Die sind jetzt nicht irgendwie ausgenudelt oder sonst irgendwas. Es gibt natürlich ein paar Stellen, die vielleicht, schaut euch immer so an, ja, das ist alles sauber. Also das Modell der Uhu, also genannt Uhu, die Heinkel HE219, ist, finde ich, ein gelungener Modellbausatz. Und da bin ich vorhin einmal drauf tappt, verstehst? Weil ich Hundsdepp, ich habe das Ding am Boden gehabt und dann schon vor lauter Blödheit. Dann bin ich einfach so drauf gesagt. Aber das hat nicht gebrochen. Das schaut nur gut aus, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja, liebe Freunde da draußen, genießt es. Ja, ist ein schönes Wetter. Ich habe auch vor, gut, ein bisschen was aus dem privaten Nähkästchen. Unsere Terrasse wird heuer gepflastert. Da helfe ich natürlich als Hilfsarbeiter mit, weil ich vom Pflastern keine Ahnung habe als Maschinenbauer. Und schauen wir das mal an, was der Maestro da so hinzaubert an Terrasse. Und dann werde ich halt den ein oder anderen Modellbaus hat es halt auch mal von draußen streamen. Wenn es schön draußen ist, es soll ja kein Keller-Hobby sein, das kann man auch draußen machen, hätte ich mal gesagt. Und da trocknet Farb vielleicht ja schneller. Was für ein super Zug, gell? Ich hoffe, jetzt muss ich gleich mal aufpassen. Aber ich meine nicht, dass ich was vergessen habe. Na, habe ich irgendwie nicht. 17, der Schritt 17, den habe ich auch noch gemacht. Den Schritt 17 habe ich auch noch gemacht. Aber ich sehe ihn jetzt nicht. Das darf jetzt auch nicht so neu passen, das Ganze. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Scheiß gebaut habe. Jetzt eine Sekunde. Es muss mir vergewissern, bevor ich das. Also ich sehe hier 17 und 17 sehe ich nirgendwo am Zusammenbau. Also hier unten, der 17. Jetzt habe ich gerade oben, jetzt habe ich mir gedacht, heute Gewicht ist drin, alles ist drin. Aber so wie das ausschaut, jetzt schaue ich mal ganz kurz, wo der Schritt 17 noch kommt. Weil jetzt habe ich gerade ein bisschen Muffen sausen. Verstehst du, dass er einen Schmarrn gebaut hat? Das ergibt ja jetzt irgendwie gerade gar keinen Sinn, nicht? Das schaut aber eher danach oben aus. Das schaut eher danach aus, als ob das oben irgendwo noch gehört. Das Klump. Ich habe keine Ahnung, wo das noch gehört. Sag mal, bin ich jetzt blöd? Das ist das drum da. Und das ist doch, das muss doch vorne oben. Sag mal, jetzt bin ich ganz blöd. Na, ich sehe das nicht. Also das ist ein Kapitel. Also entweder ich habe es jetzt komplett übersehen, aber es geht um den Bauschritt 17. Ah, wo kommt der noch? 15? Das 15 habe ich ja vorher zusammengebaut. Also gut. Ja, dann halt nicht. Herrschaftszeiten. Ich sehe es nicht. Also gut. Vergewissern wir uns nochmal. Also Bauschritt 17, das ist das Lump da. Das da. Den da. So. Perspektivisch. Der ist da nicht drin. Hier, beim Verheiraten der zwei Halbschalen. Ist nicht drin. Gut, dann ist halt nicht so. Dann habe ich, jetzt schaue ich nochmal nach. Na, passt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft, hätte ich gesagt. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Ich halte euch natürlich auf den neuesten Arbeitsschritt, natürlich, ich halte euch da auf dem Laufenden. Das möchte ich ja. Und wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen, ja.
Ich bin ein bisschen, was heißt nicht sauer, aber ich bin ein bisschen angefressen, weil ich da oben halt ein bisschen spachteln muss und da vielleicht noch weniger und da halt vielleicht noch ein Sprutz Spachtelmasse reinhaue. Aber gut, das sei es drum, das ist halt jetzt so. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Und solche Rundteile ist natürlich auch total scheiße zu verbinden. Ja, das ist halt immer, also da brauchst du das Quäntchen Glück. Ja, da brauchst du bloß einen leichten Verzug im Kunststoff. Ich meine, das passt eigentlich, Moment, Autofuge, das passt eigentlich relativ gut zusammen, aber ich glaube, ein kleiner Spalt wird sich da fast nicht vermeiden lassen. Ich werde natürlich ein bisschen eine Spachtelmasse reinhauen. Und wie gesagt, vorne das Klarglas schaut auch gut aus. Also von daher habe ich jetzt erstmal keine Bauchschmerzen, nicht, was den Arbeitsschritt betrifft. Und das lasse ich jetzt mal so schön auf den Badetuchklemmen mal austrocknen. Und dann singen wir weiter. Dann singen wir uns zu Bauschritt 3. In dem Sinne, erstmal möchte ich mich ganz herzlich beim Neumann Marco bedanken. Das ist ein sehr aufmerksamer Zuschauer. Erstmal wirklich ganz, ganz viel Dankeschön an dich persönlich. Ja, bist ein guter Kerl, so wie es ausschaut. Und wie gesagt, Social Media, das heißt, da bin ich nicht unterwegs, das spare ich mir, da ist bloß Blödsinn unterwegs und das mag ich schon gleich gar nicht lesen, deswegen bin ich ja nicht bei Facebook und diesen ganzen Schmarren, da habe ich nichts damit zu tun, das wollte ich nicht, ich will mal Ruhe. Und wie gesagt, aber trotzdem nochmal herzlichen Dank an dich und natürlich an die anderen 34 Abonnenten, das gefällt mir, das gibt mir viel. Ja, dass mir das auch ein bisschen, ich möchte euch ja bloß was zeigen, was ich da so mache und vielleicht den einen oder anderen Tipp und Trick geben und vielleicht einmal sagen, ist das Set kaufenswert oder nicht. Und an der Stelle sage ich mal wirklich herzlichen Dank fürs Abonnieren. Und wie gesagt, ich mache ja kein Geld damit, so wie da andere, ich weiß ja nicht, mei, das ist halt ein Hobby, ja, mei. Ich scheue keine Werbung nicht und sowas, das braucht es ja nicht, den Schmander. Gell? Also, nochmal Dankeschön an euch alle da draußen und bitte dort fleißig die anderen kleinen YouTuber, die Modellbauer oder wen auch immer, dort das unterstützen. Das gefällt ihnen bestimmt. In dem Sinne, habe die Ehre miteinander. Servus!